Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und ja, die FIBO ist endlich vorbei. Auch die FIBO-Fichos hören jetzt auf, wir sind durch damit. Ich könnte den Scheiß auch nicht mehr sehen, geschweige denn bearbeiten. Ich hätte keinen Bock mehr auf die Mucke und auf die Bilder. Wir sind in der Halle gerade und es hat sich wieder ein bisschen was getan. Wir wollten gerade eben eigentlich ein Tutorial abdrehen, aber ich bin so raus, ich bin echt raus. Das müssen wir nochmal irgendwie anders machen. Die eine Plattform wird jetzt auch gebaut. Worum geht dieses Video? Erstmal Update-Time wieder und ich möchte euch sagen, was jetzt ansteht, was geplant ist und was ihr jetzt zu erwarten habt. Ja, ihr habt jetzt mitbekommen, es kommen wieder täglich Videos. Ich kann wieder filmen in dem Studio und zwar in meinem. Die Scheiben sind heute gekommen, hinten in der Ecke sieht man sie vielleicht. Das heißt, wir drehen jetzt wieder ab Trainingsvideos. Das heißt, ihr bekommt wieder ein Update zu meinem Training. Das Ganze, zum Teil wird es auch ein bisschen motivational geschnitten, das heißt, ja, wie Bodybuilding-Ref-mäßig, die machen da immer ganz gute Videos eigentlich. Daniel wird demnächst auch vorgestellt, das heißt, der Mann hinter der Kamera, der liftet ja auch. Auch seine Trainingsfortschritt, wen es interessiert, wird wahrscheinlich hier auf dem Channel ein bisschen... Wen es interessiert. Wen es interessiert. Ja, und generell, es werden jetzt wieder Technik-Tutorials folgen. Wir wollen einsteigen mit einer Kreuzhebeserie. Die wir wirklich mit 8 Videos so auf 5 bis 7 Minuten durchplanen wollen. Dann generell mal so Videos wieder zur Kniebeuge, die Highbar Tutorial, Lowbar Tutorial wird neu gemacht, weil in einem alten Video war ich ja noch so Hey Leute, was geht? Mäßig unterwegs und das kann ich mir selber nicht geben. Das muss alles ein bisschen neu gemacht werden. Es wird strukturierter, die Technikanalysen kommen jetzt wieder wöchentlich. Das heißt, ich muss jetzt mal aufarbeiten, bitte keine neuen schicken im Moment. Aufarbeiten, Trainingsvideos, Tutorials etc. Demnächst, also Anfang Mai, werden wir auch zur EM in Chemnitz fahren. Da gibt es wieder ein paar Videos mit dem Peter. Dann Collaborations, wer Bock hat, meldet euch bei mir, wenn die Halle steht. Jetzt im Mai wird wahrscheinlich dann auch hier das Business oder der Geschäftsbetrieb aufgenommen, also quasi als offenes Studio. Dazu kommen auch noch Informationen. Dann meldet euch, dann kommt vorbei, trainieren, drehen wir was ab. Und ich würde sagen, ja, so sieht es im Moment aus. Wir sind am Produzieren, wir sind am Machen, es geht voran. Und wir können ja vielleicht auch noch kurz hier durch das Studio gucken. Studio, also durch die Halle gucken, was ich bisher getan habe. Also, ja, wir haben hier das Material von der zweiten Plattform. Scheiben sind jetzt da, soweit. Stangenhalterung und so muss da alles gemacht werden. Ich muss noch ein paar Stangen nachbestellen. Aber ja, ist ganz cool, auch wenn die Sonne hier von der Seite reinkommt. Wird im Sommer richtig geil, richtig schön warm, oberkörperfrei. Masse! Ja, hier ein paar Stangen noch. Heute ist noch eine Safety Squat Bar gekommen. Da müssen wir gucken. Also das wird zum Beispiel, wir haben jetzt auch noch keine Kurzhanteln hier, also kein Kurzhantel-Set. Wir haben zwar Kurzhanteln zum Stacken, aber ich fange jetzt erstmal hier mit der Basis an. Ich werde natürlich gucken, dass, wenn das Ganze hier läuft, ja, dass Kurzhanteln nachkommen, dass alle möglichen Stangen nachkommen. Gummibänder werden auch kommen, Ketten werden kommen. Es wird alles aufgestockt, aber jetzt hiermit fangen wir erstmal an. Ja, 2 Racks haben wir hier, ein drittes Rack kommt auch noch. Ja, hier das Ding steht ja schon ewig da. Und hier ist eigentlich nur so ein bisschen, hier kommt... vielleicht mal hier um die Ecke, hier kommt so ein bisschen der Mobility-Bereich hin. Das heißt, da kommen an die Wände noch Sprossenwände, dass man da die Bänder festmachen kann. Da hinten steht noch ein bisschen Müll. Und ja, hier der Bereich muss noch komplett gemacht werden. Ne? Also trainieren kann man. Es ist zwar noch nicht so wirklich heimlich, aber ein bisschen was hat sich schon getan, Leute. Und ich würde sagen, ihr dürft auf einiges gespannt sein. Ich muss erstmal wieder lernen, reinzukommen, lockerer zu werden. Das war gerade eben so. Also ehrlich, ey, wir pickeln und alles. Wir wollten das drehen heute Morgen. Um wie viel Uhr wollten wir es drehen, Daniel? Um 12. Um 12 wollten wir. Um halb 12 wollten wir es drehen. Ich war um halb 12 hier, ja, mach mich warm etc. für Tutorial, Knie, alles. Wann kommt er? Eineinhalb Stunden kommt er später. Und dann ruft mich der Typ aber mit der Lieferung an, ja, wir kommen gleich. So in der Zeit mein Gesicht am Triefen und jetzt sehe ich wieder aus wie der Streuselkuchen und habe eine fettige Haut wie sonst was. Fühle mich unwohl, aber das hat auch nichts mit dem Video zu tun. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.